Moin Leute. Und wieder mal eine schöne Runde Jagdpanzer. Ohne Artillerie in dieser super tollen Scheißkarte. Ich finde die so langweilig. Ja, wo fahren wir denn mal lang? Was macht so der Rest? Okay. Das heißt, hier hinten deckt da keine Sau ab. Werde ich den Part übernehmen. Und stundenlang rumcampen. So. Bam. Kommen wir da noch ran? Ne, das ist schon das weiteste, was geht. So, dann mal schauen. Einer fährt da hoch, T34. Vielleicht deckt der ja zufällig was auf, damit wir dann hier unten erkennen, dass der die andere Strecke nimmt. Damit wir nicht ganz so überrascht werden. Oder ich habe Pech und es passiert die ganze Zeit gar nichts. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Eher kommt da eine ganze Rotte und ich habe keine Chance. Da kommt irgendwas. T43. Tja, ich glaube, da hat unsere mal keine Chance. Der fährt runter. Ja, das macht er gut. Genau das habe ich gehofft. Denn was er jetzt nicht rechnet, ist mit mir. Tja, dann komm mal her. Hoffentlich verpassen wir ihm gleich eine. Ja. Damit hast du echt nicht gerechnet, ne? Und dafür hast du jetzt die Reparaturen verbraucht. Bergen voll durch ihre Panzerung. Ja, hau doch ab. Das kannst du, ne? Ja, denkst wohl, mich umrunden zu können. Aber da stehe ich schon bereit. Der steht in Flammen. Wir haben okay. Sie. Das ist okay. So, kommt gerade der Nächste. Ja, ich wollte eigentlich die Kette kaputt machen. Bin ich irgendwie null Treffer. Noch so eine und die sind fertig. Ob man einen Motor getroffen hat? Ich weiß es nicht. Der bleibt vor allem stehen. Jetzt bewegt er sich mal. Wir haben sie. Es hat nur nichts gebracht. Ja, schön gemacht, T34. Ja, es gibt doch Leute in russischen Panzern, die mal was drauf haben. So, da haben wir die zwei abgefangen. Und was macht der Rest? Da steht hier vorne IS-3. Na, das sollten die auch hinkriegen. Oh, was ist denn das? Verstecken. Was hab ich denn da getroffen? Wenn ich verstecken komme. Move 4S. Jetzt haben wir immer Ziele aus Unterstützung. Schließen wir mal die Kette an, war wohl nix. Der kommt zu keinem Schuss mehr. Ja, sehr gut. Wir verhalten uns sehr defensiv. Grasen einen nach dem anderen ab. Ein Löwe, nächstes Monster. So, jetzt fangen sie an, hier richtig uns auf die Nerven zu gehen. Ich werde weiter hier bleiben, Rückendeckung bieten. Ah, 20, naja. Dann kann man ja hochfahren. Oh, kriegen wir den vielleicht sogar von der Stelle? Gerade war er noch sichtbar. Gut, ich werde hochfahren. Auch wenn das jetzt ewig dauert. Die anderen werden das wohl in der Base hinkriegen.
Irgendwie sterben unsere genauso wie deren. Unsere sterben zu schnell. Okay, der Dick ist auch weg. Hoffentlich kommt jetzt nämlich der A20 lang geflitzt. So schnell kann ich mich dann doch nicht drehen. Gib Gas, schneller. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Wo steckt der Kerl? Bling. Der ist erledigt, suchen wir uns ein neues Ziel. Also mit Rückwärtsfahren hättest du dich noch retten können, aber nicht mit Vorwärts. Egal. So, was passiert hier unten? Die kriegen wir doch von der Stelle, oder? Oh Mann, ist das langsam. Hätten sie ruhig mal mehr PS verabreichen können. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Wenn hier oben keiner weiter rumkimmt. Geil. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, guckst du, ne? Sehr gut. Damit rechnest du echt nicht, ne? Naja. Bestimmt bist du platt. Und der da gleich noch genauso. Brauchst dich gar nicht mehr bewegen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Okay, das war echt knapp. Der war jetzt mal knapp. Wo ist denn unser Kleiner? Der hängt bestimmt bei A1 rum. Oder der kommt mir gleich entgegen und rammt mich tot. Mit seiner Atombombe. So, wo steckst du denn? Oder ist er AFK? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich denke mal auch A1, wo der eine Dicke hinfährt. Da ist schon mal nix. Oder da steckt eine kleine Luke da drin. Auch nicht. Nun gut, dann hat er überlebt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.